Geistergeschichten? Nein, so etwas haben wir hier nicht. Wir haben die Geschichte von Jacob. Aber das ist auch schon alles, was ihr erfahren werdet. Ihr wollt das wirklich wissen? Ich darf es euch eigentlich nicht erzählen, aber unterbrecht mich bitte nicht. Ich habe nicht die Geduld für sowas. Also gut, wie soll ich Jacob Emery beschreiben? Nun, man könnte sagen, dass er die Art von Typ war, die man nie beachtet hat. Das soll nicht heißen, dass er ein schlechtes Kerlchen war. Viele Leute in dieser Stadt hielten ihn für den zuverlässigsten Menschen im Land und für einen Gelegenheitsjob. Aber er hat sich nie wirklich in irgendetwas hervorgetan. Er war der lebende Beweis für die Aussage, tausend Sasser, aber Meister in keinem Fach. Das lag vor allem an seinem mangelnden Willen. Er versuchte sich in fast allem, was die Stadt ihm zu bieten hatte. Autos, Radio, Ladenmanagement und so weiter. Aber er blieb nie bei etwas. Seine Freunde und Arbeiter sprachen ihn immer wieder darauf an, aber alle bekamen die gleiche unbefriedigende Antwort. Es war einfach nicht genug. Überflüssig zu erwähnen, dass alle Freundschaften, die er noch pflegte, entweder sehr geduldig waren oder gar nicht erst über das Thema sprachen. Es war also wahrscheinlich unvermeidlich, dass Jacob ins Ausland ging. Ich weiß nicht mehr, wohin er zog, aber ich glaube, Gertrude am Ende der Straße wusste es, bevor sie starb. Falls ihr jemals neugierig werdet, müsst ihr euch leider jemand anderen suchen. Auf jeden Fall hat niemand versucht, ihn aufzuhalten. Alle dachten, dass eine kleine Reise den Ehrgeiz aus ihm herauspressen oder ihn füttern würde, bis er kein Thema mehr war. Wir haben ihm sogar eine Abschiedsparty gegeben, was ich ziemlich nett von allen fand. Jedenfalls war er 6, 7 Jahre lang weg. Ich kann mich nicht wirklich mehr daran erinnern. Darüber müsst ihr euch bei jemand anderem erkundigen. Irgendwann kehrte er zurück. Und er hatte sich offensichtlich verändert. Er war freundlich, energiegeladen und lächelte die ganze Zeit. Und wir erfuhren auch schnell warum. Er zeigte uns ein Souvenir, das er mitgebracht hatte. Einen massiven, schwarzen Stift. So lang wie ein Bleistift, aber mit der Textur von Kreide. Wir fragten uns alle, warum ein so einfaches Ding ihn so in Schwung brachte, bis er es uns vorführte. Er nahm ein Stück Papier und zeichnete mit diesem Stock. Gott, es muss ein besseres Wort dafür geben. Mit diesem Stock einen groben Kreis. Dieser Kreis fiel heraus und blieb am Rande des Papiers liegen, wie ein Stein. Er verließ das Papier nicht, aber es agierte darauf, wie ein alter Filmprojektor auf einer Leinwand. Junge, ich weiß, wie verrückt das klingt, aber wenn ihr Lust habt, Skeptiker zu spielen, dann könnt ihr einen alten Mann mit seiner Verrücktheit überlassen. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, auch wenn es alle vertuschen und dass der Stein, den er gezeichnet hat, gefallen ist. Jacob reichte das Papier sogar herum und als es weitergegeben wurde, rollte es herum, während das Papier gekippt wurde. Keiner von uns konnte es in Worte fassen. Was gab's denn da auch schon zu sagen? Aber er zeichnete uns eine Demonstration nach der anderen. Strichmännchen in verschiedenen Umzügen und Theaterstücken, die einander bekämpften oder perfekte menschliche Pyramiden bauten, und wir alle fanden es unglaublich. Das war der Startschuss, den er brauchte. Er kündigte an, dass er Shows veranstalten wollte, um Miete und Essen zu bezahlen, bei denen er alles zeichnen würde, was die Zuschauer wollten. Darüber sprachen wir alle sehr lange, und er überzeugte uns schließlich, dass dies sicher sei. Seine Zeichnung ethisch vertretbar, die Praxis lukrativ und einzigartig und die Aufmerksamkeit nicht über die Grenze der Stadt hinausgehen würde. Armer Jacob, wäre ich in dem Moment nicht so mitgerissen worden, hätte ich die Zeichnung vielleicht gleich erkannt und den armen Kerl gerettet, indem ich das schreckliche Ding in zwei Teile gerissen hätte. Aber ich war jünger, wie wir alle, und wir sahen kein Problem darin, ihn zu dem zu ermutigen, was wir alle für eine erstaunliche Erfahrung hielten, die wir mit allen anderen teilen sollten.
Er hatte keine großen Radio- oder Fernsehanschlüsse und das Internet würde erst in 10 Jahren verfügbar sein. Also tat er das, was alle Leute mit kleinem Budget tun. Er warb mit Flugblättern für seine Show. In einer Kleinstadt werden sie von Zeit zu Zeit überflogen und Jacob hat es geschafft, mit kleinen Figuren, die auf- und abhüpften, aufzufallen und die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu ziehen. Zu seiner ersten Show kamen etwa 60 Leute, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Und seine Shows waren fantastisch. Jemand rief eine Szene aus einem Theaterstück oder einem Comedy-Sketch und Jacobs Hand flog wie ein Vogel über die weiße Wand. Er hatte sich zurückgehalten, als er den Stein herstellte. Das ist auf jeden Fall sicher. Seine Illustrationen waren genau richtig und er konnte in wenigen Minuten eine unglaubliche menschliche Figur machen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich kann mich nicht erinnern, dass eine seiner Szenen länger als 10 Minuten gedauert hatte. Es waren auch wirklich gut gemachte Szenen. Man konnte nicht nur sehen, wie ein Ritter eine Burg stürmte, sondern Jacob zeichnete auch das Innere der Burg, wie eine Hochzeitstorte, die in der Mitte geteilt war, so dass man sehen konnte, wie der Ritter die Mauern erklimmt, sich durch die Ebenen zum Kerker kämpft, mit der Prinzessin zurückkämpft und von den Burgbrüstungen auf sein Fluchtpferd springt. Und das alles in völliger Stille. Nicht realistisch, nein. Aber das war Teil des Reizes. Niemand von uns ging mit der Erwartung hinein, etwas Reales zu sehen. Wenn eine Szene oder eine Skizze fertig war, wurde entweder die Figur von der Wand entfernt oder er überzog sie mit weißer Farbe. Das war in gewisser Weise gut. Es gab den Shows ein Zeitlimit, sodass jeder wusste, wenn er mit allen 4 Wänden des Raumes fertig war, dass die Show beendet wurde, bis die Farbe getrocknet war. Jacob veränderte sich unterdessen auf eine ganz üble Art und Weise. Ich hatte erwähnt, dass er nach seiner Rückkehr extrem energiegeladen war. Nun, diese Energie, diese Vitalität, dieser Eifer, oder wie auch immer man es nennen will, hat ihn nie verlassen. Nicht einen Augenblick lang. Ganz im Gegenteil. Sie schienen ihm zu wachsen und er genoss sie nur zu sehr. Seine Augen wurden größer und er schlief mit der Zeit immer weniger. Seine Äußerungen und Meinungen wurden radikaler und aufbrausender. Und obwohl er nie ein Schwächling war, begann er die Leute in seiner Gesellschaft nervös zu machen. 1 oder 2 Monate vergingen und Jacobs Publikum wuchs wie ein Lauffeuer. Fast jeder in der Stadt zahlte, um Jacobs Kunst in Aktion zu sehen, und er musste immer größere Plätze für sie anmieten. Er hörte nicht mehr auf, wenn eine Szene fertig war, sondern ging direkt zur nächsten über, die er auf der nächsten leeren Stelle an der Wand malte, was manchmal den verblüffenden Effekt mit sich brachte, dass sich die Szenen vermischten, was die Menge liebte. Die Inhalte wurden immer wilder und unmoralischer, die Monster immer bizarrer und kreativer, die Kämpfer benutzten unmöglichere Waffen, alles zum Wohle des Publikums. Jacob wurde immer nachsichtiger, was wir auf das Geld zurückführten, und er wurde zum Trinker und Frauenheld, was übrigens nichts von seiner Vitalität nahm. Einige dieser Frauen behaupteten, sie seien mitten in der Nacht aufgewacht und hätten ihn gesehen, wie er mit einem Stift auf einem Zeichenblock gekritzelt habe, mit einem riesigen Grinsen im Gesicht. Und obwohl die meisten von ihnen sagten, dass sie annahmen, er würde sie nackt zeichnen, gibt es Gerüchte, dass 1 oder 2 von ihnen einen Blick auf den Zeichenblock warfen. Diese anonymen Personen sollen gesagt haben, dass es sich bei den Zeichnungen auf keinen Fall um Nacktbilder handelte, aber keine von ihnen, wer auch immer sie sind, will sagen, was er gezeichnet hat. Ihr braucht aber nicht mehr nach den Zetteln oder Flugblättern zu suchen. Sie sind alle weg. Ich komme vom Thema ab. Der Punkt ist, dass er getrunken hat. Und das ist wichtig, denn das Trinken hat letztlich alles ruiniert. Als er am Abend einer seiner Auftritte vor die jubelnde Menge trat, war es für alle sofort klar, dass er völlig besoffen war. Ich saß in der ersten Reihe und konnte den Bourbon aus 3 Metern Entfernung an ihm riechen. Die Show begann
Er ging eine Reihe von Sketchen und Szenarien durch, die das Publikum vorgeschlagen hatte, und am Ende bat er jemanden darum, sich selbst zu zeichnen. Alle jubelten ihm zu, weil sie sich wohl gefragt hatten, was seine Kreationen von ihm hielten, und er kam der Aufforderung schließlich nach. Kaum hatte Jacob die letzten beiden Linien auf seinem Mantel verbunden, blieben alle Figuren auf der riesigen Wand stehen und blickten direkt auf die Illustration. Liebende hörten auf, sich zu küssen, Clowns hörten auf zu lachen, Roboter hörten auf, gegen Piraten zu kämpfen. Alles blieb stehen und schaute auf die Jacob-Illustration. Die Menge starrte fast augenblicklich. Ich erinnere mich an Jacobs Gesicht in diesem Moment. Blass, voller schrecklichem Verständnis für seinen Fehler und verzweifelt auf der Suche nach den Dosen mit weißer Farbe, die er vor der Show vergessen hatte herauszuholen. Und alle anderen? Sie sahen den falschen Jacob an. Dieser Jacob griff in seine Jackentasche, zog einen schwarzen Stock heraus und zeichnete, während wir alle zusahen, eine Tür. Er drückte auf die Seite und die Tür schwang auf, wodurch er auf den Boden des Zuschauerraums hindurchgehen konnte. Der Rest war ein absolutes Höllenpandemonium. Die Leute schrien und rannten zu den Ausgängen, während Jacobs Figuren, sowohl die, die gerade an der Wand waren, als auch die, die vorher gegangen waren, bevor sie verdeckt wurden, aus ihrem eigenen Ausgang rannten. Torten warfen, Laser schossen, Feuer und Gift und das Unmögliche versprühten. Ich war nah genug am Ausgang, um zu entkommen. Ich warf nur einen Blick zurück. Die Szene wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Jacob Emery wurde von seinen eigenen Kreationen schreiend und tretend durch die Tür gezerrt, die seine Kopie geschaffen hatte. Das Auditorium brannte natürlich nieder, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Personen kamen, was mit dem falschen Emery geschah oder wie viele Menschen starben. Das Feuer rief die Einsatzkräfte aus den nächstgelegenen Städten, die über hunderte Meilen entfernt waren, auf den Plan. Und die wiederum die Polizei, die Regierung einschaltete. Und die alles vertuschte. Sie beschlagnahmten die Flugblätter und alle Kunstwerke, die Jacob gemacht hatte, und schworen alle zur Geheimhaltung oder zu lebenslanger Haft ein. Das Feuer wurde auf eine Zigarette im Müll während eines Baseballspiels geschoben und wir alle machten schließlich mit unserem Leben weiter. Jacob sollte nie existiert haben. Im Nachhinein wurde mir alles klar. Jacob hatte keine Illustrationen angefertigt. Illustrationen können sich nicht bewegen, geschweige denn handeln oder angreifen. Sie sind nur Bilder, die die Menschen sehen. Schatten, die wie echte Dinge aussehen sollen. Jacob hatte Leben erschaffen. Tatsächlich denkende Wesen in einer anderen Dimension, mit einer Macht, die nie in die Hände von Sterblichen fallen sollte. Er hat sich an seiner Macht berauscht. Seine Bestrafung war wahrscheinlich wohl verdient.